war das ein gigantischer Sex. Er ist echt der beste Lover, den ich je hatte. Er ist wunderbar. Ich glaube, er fand es auch super. Aber warum sagt er überhaupt nichts? Klar, küssen und kuscheln, nur um nichts sagen zu müssen. Wahrscheinlich will er erst mal hören, wie großartig er war. Wie es mir dabei ging, ist doch völlig egal. Okay, ich hatte einen multiplen Orgasmus. Aber es interessiert ihn doch gar nicht. Und wenn, dann nur, weil es beweist, was für ein toller Hecht er ist. Oh, wie nett. Ein beiläufiges Tätscheln. Klar, Hauptsache, er kann schön cool bleiben. Ich bin doch hier nichts weiter als ein Sparringspartner auf einem Weg zum Stecher des Jahres. Warum nimmt er nicht gleich eine aufblasbare Puppe mit? Du bist mein Held, Sprachschip. Ich fühle mich so gedemütigt, so. Weißt du, ich bin jetzt 32 Jahre. Aber das eben war definitiv der beste Sex, den ich je hatte. Ach, ich sehe das auf deiner Gummitussi, du Arschloch.